guys, welcome to a new video. Right now I'm going to have a football game against Donaufeld, and I hope we're going to win this. It's going to be an important match to win, and right now I'm at home. I'm preparing myself for the match, and yeah, we're going I think it's going to be a good game for us, and I hope we're going to win. We're pretty strong, and yeah, I hope that we win with a lot of goals so we can become the first place. Yeah. Don't forget to like this video, subscribe and comment down, and hit the bell so you don't miss another video. And bye. Heute haben wir ein Match gegen Donaufeld. Ich bin gerade zu Hause und bereite mich vor. Und ja, wir werden gleich bald gegen die spielen. Ich hoffe, wir gewinnen das Spiel. Das wird sehr wichtig sein. Und ja, ich glaube, wir werden viele Tore machen, was auch gut ist, sodass wir auf erster Platz werden. Lambert. Wir sind heute am NRC-Platz. Wir spielen ein wichtiges Spiel gegen Donaufeld. Es sind harte Gegner anscheinend. Wir wissen nicht richtig einzuschätzen, aber wir haben Respekt vor denen und wir freuen uns schon aufs Spiel. Ja, ich grüße meine Mannschaft und meine Eltern und meine Schwester, die zuschaut. Hallo. Hi. Gegen wen spielst du heute? Ja, wir spielen heute gegen Donaufeld. Glaubst du, dass du es gewinnen wirst? Ja, wir können es gewinnen, wenn wir so spielen, wie wir vorher gespielt haben. Also, ja. Okay, wie glaubst du, wie viele Bälle halten? Das weiß ich nicht. Das werden wir mal sehen. Beim Match. Okay. Okay. Viel Glück. Danke. Also, ich habe mich sehr gut vorbereitet und freue mich auf das Match. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gewinnen werden. Und ich glaube, dass es eine sehr interessante Partie wird, weil beide Mannschaften gerade sehr stark sind. Und ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gewinnen. Ich bin gegen Donaufeld. Die sind gerade, ich glaube, Zweiter oder Dritter. Und ja, das wird ein sehr wichtiges Spiel auch für uns. Heute wirst du alles geben, oder? Ja, natürlich. 100%. Ich werde 100% geben, ich werde alles geben und ja. Ich grüße Momo. Yeah, the enemy are already here. They are going to train now for the game. Donaufeld is there, the green ones right over there, and yeah, we're going to play and hopefully win. Wir spielen heute gegen SV Donaufeld, die aktuell erster Platz sind bei uns, aber wir sehr zuversichtlich sind, dass wir heute gewinnen werden. Wir haben uns sehr gut vorbereitet in den letzten drei Tagen. Wir haben alles gegeben, nochmal ein bisschen die Taktik überarbeitet und ja, hoffen auf den Sieg. Und ich grüße Benny Markic. Ja, und ich grüße alle von NRC, meine Freunde aus der Schule und Altenschule und ja, meine Familie. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und Glocke zu aktivieren. Ciao! Trainer auch, Dings da, Verein, heißt Trainer. Ja, und Jugendtrainer. Und den Jolly und den Patrick überhaupt, die dieses Video sehen werden. Ciao! Hallo, ich bin der Dieter, ich bin Nachwuchsleiter vom LAC. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, schaut gut aus. Die Gegner sind allerdings sehr stark und es wird in der zweiten Halbzeit noch einiges zu tun geben, dass wir das Ergebnis über die Runden bringen. Aber die Burschen kämpfen, bemühen sich und das ist das Wichtigste, dann wird auch ein gutes Ergebnis dabei rauskommen. Also die erste Halbzeit war gut gespielt von LAC. Gut vom Stürmer, von Santos Lambert hat ein schönes Tor gemacht. Aber die Eckwart hat sich ausgezahlt. Der Mittelfeldspieler hat auch etwas gut gemacht, Ossi. Von der linken Seite kam in diesem Spiel sehr viel von der Eckwart fehlen. Das Spiel, das war
sehr interessant. Man muss auch sagen, Donaufeld ist auch ein starker Gegner. Also die sind nicht leicht zum Schlagen. LAC ist aber auch dabei besser. Die machen auch sehr viel Druck. Und ja, also LAC die bessere Mannschaft. Ich grüße Herr Iris Abwehr. Ich grüße meine Familie. Stark gemacht. Gar kein Tor passiert, außer das kam am Ende. War sonst super. Also war super, also richtig gut gefightet. Ja, kann man nur sagen, 3 Tore geschossen, 0 bekommen. Das ist immer ein gutes Spiel. Am Ende ja, die Enemies fast gar nicht bekommen. Aber also meine Gratulation an die Mannschaft, wirklich eine tolle Leistung. Ich bin natürlich sehr stolz, also der Patrick und ich als Trainerteam sind sehr stolz auf unsere Mannschaft, weil sie wirklich die Vorgaben, den Spielplan, den wir ausgearbeitet haben, wirklich 1:1 umgesetzt haben. Und es war von unserer Seite her ein sehr gutes, dominantes Spiel und ich glaube, wir haben den Sieg einfach verdient. Wir haben gut gekämpft, stark gespielt, erste Halbzeit, zweite Halbzeit nichts anbrennen lassen. Ja, es war ein super Spiel. Nächste Woche geht es weiter gegen Slovan. Da heißt es weiter kämpfen, weiter gejagt werden und ja. Ja, gewinnen glaube ich werden wir gegen ES Slovan, aber so. Einfach nur so spielen, wie wir früher gespielt haben, wie wir vorher gespielt haben und wir gewinnen dann sonst eh alles. Ja. Hey, jetzt heißt es gejagter sein. Ja. Super LAC! Forza LAC! Ja, Mann! Bruder, geh mal LAC, wohin soll ich das? Ja, super Sieg. War ein schweres Spiel, aber 3-0 ein super Ergebnis. Wir haben uns lange vorbereitet auf dieses Match und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und Gratulation an die Jungs. Wirklich super gekämpft, super gespielt. Всім привіт! Хочу сказати про свого брата, який грає під 12-тим номером в вашій команді. Сьогодні була дуже гарна гра, тому що суперник грав дуже сильно достатньо, але ми вистояли. І скажу щодо всієї команди, не тільки до свого брата, то дійсно показали рівень і дійсно команда наша дуже сильна. Тому чекаємо наступних перемог. Па-па! Окей, азо. Wir haben alle unser Bestes gegeben. Wir haben alle bis ans Ende gekämpft. Und ja, ich finde, es war eine sehr, sehr gute Gesamtleistung. Ja, jetzt sind wir erster Platz in der Tabelle. Ja, die waren schon stark, aber die hätten schon viele blaue Karte verdient. Aber ja. Und wie fandest du so das Spiel, Simon? Ich fand, das Spiel war sehr gut. Wir haben stark gekämpft, erste Halbzeit nichts anbrennen lassen und zweite Halbzeit auch nochmal alles gegeben. Am Ende hat es eine klare rote Karte. Dieses Foul war eine klare rote Karte. Egal, ja, uns egal, egal. Wir haben den Sieg geholt, okay? Erster, jeder. Bruder. Egal, es war ein hartes Spiel. Auf dem Weg, holen den meisten Titel am Ende des Jahres. Ja, jeder muss uns jagen und wir müssen aber trotzdem alle Spiele gewinnen. Ab geht's, werden wir jetzt gejagt. Also, wir müssen jetzt bereit sein. Ja, komm, oh, mach nicht! Du redest wie ein Deutscher. Ich interview mal Jolly. Wir gehen mal zusammen. Jolly. Wie fandest du das Spiel? Ja, ein entspannendes Spiel, ein gutes Spiel. Song? Okay. Keiner stoppt den Tilian, das sind schon auf dem Spielian. Torjäger mit Krähenstinkt, der nicht gerne schaut, das trinkt bei mir. Ich hab noch ein Match gegen Torfeld. Ich hoffe, die gewinnen das. Und ja, ich hoffe, es wird ein sehr schönes Match. Und wird gleich
LAC jetzt auch und die werden jetzt auf die Positionen gehen. Jetzt gehen sie in die Mitte. Jetzt bleiben sie stehen. Jetzt klatschen sie ab und dann gehen sie auf die Positionen. Und wie es aussieht, wird LAC den Anschluss haben. Jetzt macht LAC den Spruch, den ihr gleich hören wird. So, jetzt gleich wird LAC den Anschluss machen. Jetzt gehen sie erst auf die Positionen. Es wird angepfiffen. LAC hat den Ball. Die Nummer 10 rennt nach links, spielt ihn noch weiter nach links und Foul. Freistoß für Donaufeld. Doch nicht Einwurf für Donaufeld. Donaufeld hat den Ball. Donaufeld hat jetzt den Ball. Der Ball geht weit nach hinten. LAC hat Einwurf für Donaufeld. Und Freistoß für LAC. Und der Ball ist draußen. Nach dem Ball spielt ihn nach vor. Und der Ball ist draußen. Einwurf für LAC. Er schießt den Ball aus. Der Torwart von LAC hat den Ball gefangen. Freistoß für Donaufeld. Er schießt und Tobi hat den Ball gehalten. Donaufeld wirft ihn ein. Und Foul. Freistoß für Donaufeld. Er wird den Freistoß gleich schießen. Wow.
Und der Ball ist draußen. Jetzt gibt's Abstoß für Tobi, der LAC. Wenn du versuchst, den Ball schießt. Ja, super, Parade. Der Torwart von LRC hat den Ball gehalten. Er schießt. LRC hat den Ball. Und Einwurf für Donaufeld. Donaufeld hat den Ball. Bitte nach vor. Und der Ball ist draußen. Abschluss für LAC. Ecke für LAC. Er schießt. Und Kopfball. Und Tor! 1-0 für LAC! Und Foul, Freistoß für LAC. LAC wird gleich den Freistoß ausführen. Er flankt den rein. Kopfball und Tor! Ja, super! 2-0 für LAC. Super! 2-0. Anstoß für Donaufeld. Steiniert hat das Tor geschossen. Und Foul. Freistoß für LAC. Die Nummer 11 hat ein Tor geschossen. Zerrt den Ball. Spielt ihn zurück zum Tormann. Ich glaube, das wird ein Gewinn für LAC. Weil momentan steht es 2-0 für LAC. Ich glaube, das Match wird sehr gut ausgehen, weil es steht momentan 2-0 für LAC. Jetzt Freistoß. Kopfball. Und Dönerfeld schießt den Ball raus. Und Foul. Freistoß für Dönerfeld. Schon mal vorbei, gleich beginnt die zweite Hälfte. Jetzt ist Halbzeit und vergiss nicht zu abonnieren und zu liken. Mein Kommentar. Okay, die erste Halbzeit ist vorbei. Jetzt hat Donaufeld Anstoß. Es steht momentan 2-0 zur Halbzeit. 2-0 für LAC. Und die werden gleich beginnen. Sie hat den Ball. Freistoß.
Hä? Er hat bis jetzt noch keine Karte gezeigt. Also für LAT. Er schießt und der gegnerische Torwart hat den gehalten und er beigeht und ja, super! Es sind 3-0 für LAC! Super! Ja! Es steht 3-0 für LAC. Jetzt hat Donaufeld Abstoß. Anschluss für Donnerfeld. Der mit dem Abschauermann spielt ihn nach vorne. Grätsche und Foul. Freischuss für LAC. Er schießt. Und der Ball ist draußen. Abstoß für Donnerfeld. Ecke für LAC. Er schießt und Kocher von Donnerfeld. Der Ball ist vorne. Jetzt hat LAC den Ball und Foul. Noch immer keine Karte. Foul. Und noch immer keine Karte. Freistoß. Und Foul. Vielleicht wird ein Spieler gewechselt. Der Spieler wird aufgespielt. Und Abstoß. Er hat den Ball. Und der Ball ist draußen. Und der Torwart von LAC hält den Ball. Schießt und der Ball wurde gehalten von Dorman. Super! Endlich zeigt er eine Karte! Ist das eine Karte? Ja! Eine Karte, eine blaue Karte! Endlich! Ja, bitte sag einen Elfmeter!
Schade, es gibt Freistoß, aber macht nichts. Aber es war fast eine 11 Meter, noch 2 Meter. Freistoß für LAC. Er passt auf die Seite, Schuss. Ah, schade. Abstoß für Donaufeld. Er spielt ihn davor. Ah, leider abseits. Und faul. Elfmeter. Nein, schade. Freistoß für Donaufeld. Oh ja, Tobi hat ihn. Ja! Und Einwurf. Einwurf für LAC. Jetzt Abstoß für die gegnerische Mannschaft. Und das Match ist vorbei. LAC hat 3-0 gewonnen. Glückwunsch. So. Hat es LAC zum Sieg geführt. LAC hat heute 3-0 gegen Donaufeld gewonnen.